Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Nummer 5. Was ist das für eine Musik? Ist irgendwie so ein bisschen so Horror, oder? Horror-Musik-Style, finde ich. Zumindest dieses Ding, 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 ja. Gut, partiell. Oh, der fährt tatsächlich nicht mehr so gut. Der hat das Gas nicht angenommen. Ach. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Na, mal gucken, ob es noch reicht. Die Frage ist, für was? Hier, ne? Devin. Devin hätten wir noch. Eine andere Frage, die ich hätte, ist, was haben die anderen so anzubieten? Switchen wir mal auf den Franklin, gucken mal, was da so los ist. Hm? Ja, der sitzt wieder zu Hause, natürlich, der Stubenhocker. Bei der Stube allerdings... Ja, call me later. Bei der Stube allerdings wäre ich auch ein Stubenhocker. Hm, gut, bin ich auch so, aber ja. komisch, merkwürdig, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich wollte extra Belüftungslöcher in den Motor, in die Motorhaube schießen, damit er besser atmen kann, aber ist trotzdem kaputt gegangen. Sehr merkwürdig. Gut, ja, genau, der hat auch den Devin, ah ja. Ja, und der Michael, der wird verhindert sein, ne? Sagt er dann irgendwas, wenn ich es versuche? Ne. Sieht nicht danach aus. Ah ja, Beschleunigungslöcher, genau. Das ist genau richtig. Ja, dann würde ich sagen, ist das hier? Achso, ist unsere Werkstatt, genau. Fahren wir mal dahin. Theoretisch ist das in der Nähe von unserer Garage. Ich würde eigentlich gern unser schönes Auto... unser schönes Auto, das wir da stehen haben, mal mitnehmen hier nach Hause. Naja, wir werden sehen, wo die Mission endet und so. Gucken, was sich ergibt. Und eine andere Sache wäre, hier den auch mal zu tunen. Sowieso würde ich gerne mal sehen, was eigentlich mit anderen Autos so geht. Und insbesondere hier, da das hier unser Standardauto ist, würde ich gerne mal wissen, was man aus dem noch machen kann. Hm. Naja, mal gucken. Bei Zeiten. Lululula, ist halt ziemlich praktisch. Wenn da irgendwas Schönes rauskommt beim Tunen von diesem Auto, dann kriegen wir es halt easy immer wieder, ne? In dieser Form. Also will ich hoffen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es komplett kaputt macht. Ob es dann zumindest die ganzen Tuning-Sachen verliert oder so. Das ist eine andere Frage. Gute Frage. Weiß ich nicht. Nächste Frage. Gut. Oh, wie weit ist es denn? Eins Kilometer schaffen wir. Ach ja, und die ganzen Fallschirmsprünge hier, ne? Die ganzen Gelegenheiten. Ups, Entschuldigung. Ah, das ist bestimmt irgendwo da oben bei der Baustelle. Der eine da. Jo. Ja, das sowieso. Das kann ich jetzt schon mal versprechen, dass es in einem kleinen Upsi enden wird. Egal, was ich mache. Ob es ein Fallschirmsprung ist, ob es eine Nebenmission ist, oder... Oh, da ist was. Etwas, das mich ablenkt. Oh, eine Ablenkung. Mal gucken. Ach so, das ist nur ein Dings. Drop the weapon! Das wahrscheinlich nicht wert. Aber diese Gelegenheit wollte ich mal testen. Vor allem, da die dann auch noch am Rummachen waren. Ja. Na gut, das war zu erwarten. Aber das funktioniert. Da musste ich gar nicht das Auto aufsprengen oder irgendwas. Okay. Da könnt ihr meine blinkenden Sterne sehen. Ist das nicht wunderschön? Wir könnten uns der Situation auch entziehen, indem wir einfach mal hart in die Tanke reinfahren. Dann ist es ganz schnell vorbei. Aber ja, ist vielleicht nicht die beste Option. Und hoffentlich auch nicht die einzige. Mal eben was probieren. Das wird sowas von schief gehen. Hock dich.
Ja, das ist jetzt nicht so die Mega-Hockung, aber okay. Das wird sowas von nicht funktionieren. Ich hätte dich mit der Waffe nicht auf die Polizisten zeigen sollen. Ich weiß es nicht, wie ich drauf komme. Na, geh mal runter. Runter, runter, runter. Schnell, schnell, schnell. Mach mal, mach mal, mach mal. Nee, es war nicht gut. Es hätte ja funktionieren können. Eieiei, es sind aber viele. Mit der Shotgun durch die Scheibe. Nee, es war nicht so geil. Ich dachte, die würden mich dann in Ruhe lassen. Oder aus den Augen verlieren. Gut, das war keine Option. Ich könnte theoretisch versuchen, einfach die Mission zu starten. Sollen wir es mal testen? Mal testen, ob das funktioniert. Ausgerechnet bei dem Devin, ne? Wo ist das denn? Hier? Hier? Okay. Hat funktioniert? Oh, das war easy. Okay, hol den Wagen. Ja, machen wir. Machen wir das so. Gut, ist vielleicht noch nicht die Mega-Hauptmission. Wobei, mal gucken, was sich ergibt. Mal gucken, was sich ergibt. Entschuldigung! Der hat jetzt nicht wirklich beim Schließen der Tür die Scheibe kaputt gemacht, oder? Ich glaube, wir haben zu viel Energie. Und hier ist es offenbar nicht. Sekunde. Hier einmal rum, irgendwie. Hier. Ja, oh, ja. Cracken wir den Shit. Wir sehen nicht gut aus. Ja, ja, wir haben zu viele Löcher. Wir haben zu viele Löcher irgendwie. Sollten wir uns mal drum kümmern. Machen wir, machen wir. Ja, nett. Was ist das denn? Schick. Kurvenlage ist aber nicht so. No drama, das werden wir sehen. That's worrying, man. That's some shady ass shit. Man, chill. Shady ass shit. Ja, kann nichts schief gehen, ne? Ich bin zuverlässig. Ich bin zuversichtlich. Hier. Nett. Können wir uns nicht lieber ein anderes nehmen von da? Oh Gott. Sehr gut. Ach, na, guck einer an. Cool. Nett. Nett. Boah, der hat aber Gewicht drauf, das merkt man. Mhm. Scooch over here. Scoochin' in that crazy dude? Oh, hell no, that nigga stank. Get over here. Hey. I don't bite. That ain't what I heard. All cannibalistic cool. Shit. Frank, that's what you been telling him. I say what I see, homie. You dig on man meat. Rumor and hearsay. We got a long way to go. I get comfortable. All right, nigga, but don't try nothing. 12 Kilometer? Willst du mich was? About 4 hours. Shit. Your operation slipped. Shit, if you alright driving, I'ma catch up on some sleep. Go for it. It's alright being the boss. Meant to be running things, but this fool sleep. Yeah, I'll be asleep when your ass stop talking, nigga. Some boss. Ich hab irgendwie das Gefühl, hey man, what that other dude? Wird nicht zu dieser langen Fahrt kommen, nicht vollständig. His creeping days are done. Well, what you mean? He stopped creeping? No more creeping for him. He like retired from creeping. From everything. That's funny because like the boy Frank didn't mention shit about that. And as a matter of fact, I don't even know the dude. But considering the mutual acquaintances we got, I would have liked an invite to the retirement party. There weren't no party. No party? I used the term retirement euphemistically. Homie, for a dude that kills dudes and eats dudes and fuck dudes,
You talk fruit. It's unconfirmed. What's unconfirmed? The fact that you talk stupid or the fact that you do some messed up shit? Or where the other dude's at? Like, maybe he's dead. The last one. Oh, shit, man. Fuck. Do Frank know about this? I don't know if Franklin knows, but let's just let him sleep. So, der pennt. Ich wollte schon sagen, hat er dazu nichts zu sagen? Man, dude was a killer, a thief, a liar and irritable as shit. Yeah, a liar. Above all else, a fucking liar. Homie, you sound like some bitch he ain't called. Like, he lied to me. I am some bitch he didn't call for 10 years. Fuck, man, he fucked you. The fucker got fucked. Fuck the fuck. He fucked the fucker himself. Shut up. Man, das first time's all. So viele Fucks in einem Satz muss man erstmal unterbringen. Enough of that. And enough about me fucking. I don't do that. As a rule. Maybe when I got to LS, I was a little overwhelmed by the place. I got a little out of control. But that ain't who I am, for the most part. But the Michael fucked you. Yeah. The Michael fucked me. And the Michael fucked. And the Michael ran off with the FIB. Brad? Who the fuck is Brad? Brad is our boy back from the day. And Michael killed him? Michael got him killed. He died when Michael faked his death. I thought Michael died and Brad was in the pen, when actually Brad was in the ground and Michael was in hiding. And now Michael's dead and it's all okay? Michael's current condition is unconfirmed. I said that. But if he was dead, you'd be cool because of this Brad dude who died whenever. Yes. Man, I thought you and Michael were tight. So did I. Okay, that make a lot of fucking sense. Ja. Da habt ihr nochmal die Zusammenfassung. Mm. The lonely old road, ain't it? Lonely? Hey, I couldn't say. I mean, not really. A road's a road. It ain't got abandonment issues. Truckers on the blacktop making do. I don't need to make do. I need to make snaps on these rides. Sure. Yeah, the time will come. It's what happens before we get paid is what? Franklin's asleep. It's just me and you. What you trying to say? You want me to jack you off or something? Jesus, no. God, no. Of course not. Unless... Man, you's a sick fiend. Just fiending for some friendship. Friendship? Right, whatever, man. It's just... Truckers are a symbol of this country. No, part of its mythology, like cowboys, gangsters, hobos, gangbangers. Truckers are about... Ziehen wir die 12 Kilometer doch durch. Ich find's aber gerade ziemlich interessant, dazu zu hören. Freedom. Loners in the night. You know what truckers do? Cut up women and get other dudes to jack them off. Come to think about it, aside from not lugging freight around the country, you got about all the necessary prerequisites for a fine career in Harlem. No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. All right. I see you still touching. Der tut nur so, als ob er schläft, bestimmt. Sleep of innocence. So he like in charge on this one? You work for him? He's a kind of figurehead. A puppet, if you like. Puts his hand up his ass. Right up to the elbow. That dude, real sad. Ooh, it's repulsive. But, well, once he's paid us, he can be whatever we want him to be. What you want him to be? I want him to be someone who understands that all the money in the world can't save him from a nasty guy who thinks he's an asshole. Now that's something I want to see. Oh man, Elefantenrennen Deluxe. Tell me, man, how y'all end up meeting? Michael introduced us. Me and Frank didn't exactly travel in similar circles. Nah, I mean the creeper. Michael? Ha, I don't know. Yeah, you know. Sorry, I don't want to reminisce. The wounds ain't healed. You such a delicate little old bitch, ain't you? Where your pussy at? What you got in there? Screw you. That's good. Let it out, homie. Go on, let it out. Then. The turd was probably playing me from the start. Right, yeah. Probably. How you doing? Where? When? All right. Fuck. I was running this small air freight outfit in North Yankton. Tiny operation. Just one beagle I could borrow when I needed it. We were kids. Kids with planes. So, this guy I know says there's this other guy needs some hot cargo moved across the border. Money's good, and I don't know enough to check references, so I'm in.
few days later, I'm waiting on the runway. I see this dust coming up off the road. Only it ain't one dust trail, it's two. I got told one guy in cargo. First car comes through the gate, stops. Someone comes my age, just 20, kind of. Holen? Oh, shit, what's that? Yeah. Wake up, you dozy motherfucker. One time was on a ride. This is what happens when you fall asleep on the job. What you gonna do? Okay, shit, I got an idea. Keep driving. Okay. I'm gonna take the tricked out JB700 and get rid of the tail. Devin's lawyer said there'd be some new hardware on board. Oop. Okay. Hey, take this headset. Halte den Laster ruhig, für Franklin hier. Yeah. Okay, er klettert nach hinten, alles klar. Ich war mir gerade nicht so sicher, was er vorhat, aber das hat er vor. Ich hoffe, das ist ruhig genug. Ja, genau, deswegen. Alles wird gut. So, ein bisschen langsamer vielleicht hier. Ja. Was ausgerechnet der da oben soll sein. Gut, von mir aus. Wenn er meint, das ist genau das Richtige, macht das so. Ich kann hier auf die Kinocam umschalten, ist aber so ein bisschen unpraktisch zum Fahren, ehrlich gesagt. Okay, so, wir können umschalten, machen wir. Gut. Schütze den Laster von Kopsi hier. Bordwaffe. Ah, das ist der hier. Okay. Yo! Schön! Wie schön. L um die Stacheln hier, das machen wir. Cool. Ja, genau. Komm, nochmal Stacheln. Oh, das war ein Zivilist, aber okay. Ich dachte, wir hätten den einen erwischt, naja. Oh, das war der. Gut. Alright. Moment. Komm schon, yo. Moment, der ist hier noch. Der ist noch unterwegs. Ich dachte, ich könnte mal versuchen, mich. Wow, vorhin zu setzen. Oh, wie cool. Yo. Komm schon. Mist. Na komm, dann fahr mal vor. Er ist aber auch schon lädiert. So, er hier. Mann, der hält aber was aus. Yo. Das war das. Aha, da ist noch einer. Komm schon. Oh, das hätte aber sitzen müssen. Das hätte aber eigentlich sitzen dürfen. Ja. Wow. Er hat aber einen schlechten Tag. James Blunt. Oh yeah. Jo. Das war das. Voll nice. So, gerade rechtzeitig zum... Was? Warum? Nö. Echt jetzt? War da noch jemand übrig oder was? Okay, dann müssen wir schneller machen. Ah, so. Aber eigentlich war es so cool. Das mache ich gern nochmal. Schütze den Laster. Ja. Ja, dann fahr auch. Fahr halt. So, das müsste sitzen. Jawohl. Alright. So, irgendjemand muss es doch erwischen, ja. Weil das Ballern finde ich ja fast lustig, aber hey, wenn wir unendlich von den Dingern hier haben, dann bitte sehr. Wenn. Bin mir da nicht so sicher. Yep. Gut. Moment. Nee, das war's nicht. Komm, vorbei. Jawohl. Yo. Yep.
Sehr schön. Wow, was machen die denn? Yeah. Ob die AI so lange übernimmt, wie die Kamera woanders hin zeigt? Wahrscheinlich, ne? Yeah. Das haben wir relativ effizient gemacht. The last one. So, und kann ich jetzt hier wieder rauf? Ich würde das ehrlich gesagt gern probieren. Mr. Clinton, where are you? We're coming up the GOA. Man, the cops is all over. Besser nicht, bevor ich gleich auf dem Dach liege. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio truck stop. Be here soon. We're taking a ride to the truck stop at Procopio. Roger that. Okay. Machen wir das so. Was sind das denn für Straßen da rechts auf der Minimap? Das sind drei Straßen, die da irgendwie so im Nichts enden. Und nicht irgendein Industriegebiet oder so. Oder sind das sogar Schienen? Keine Ahnung. Egal. Ja, Trevor macht das schon. Ja, der Lamar, der weiß jetzt ja interessante Dinge, nicht wahr? Gucken, ob er dem Franklin noch davon berichtet oder wie auch immer. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, was das noch gibt. Der Motor klingt nicht schlecht, ehrlich gesagt. Naja, wir müssen uns trotzdem ein bisschen an der Geschwindigkeit orientieren, natürlich von dem Koloss hier. Na, jetzt ist er ja ein bisschen leichter. Kann er ja auch Gas geben. Andererseits schleift das Ding da die ganze Zeit hinten dran. Yeah. Naja. Kann ich immer noch ballern? Oh, es geht. Es funktioniert an sich schon. Aha. Da sind wir angekommen wohl. Gut. Dann haben wir ja das erste Mal wirklich ziemlich getrödelt scheinbar. Krass, krass. Dass wir das jetzt so schnell gemacht haben. Hey, I'm gonna speak to the legal counsel one. Get us paid. Yeah, I heard about that CEO pay shit. Just make sure it's fair salary for the workforce, motherfucker. Yeah, what he said. You taking care of. Head back to town. Okay. Triff dich mit Molly. Machen wir das. Machen wir das so. Ja, beeilen schon, aber ob das klappt, ist eine andere Frage. Hm. Auch nicht immer. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the fund available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost cars and pop motherfuckers. Maturity is not really my fucking thing. Seufz. Können wir wenigstens noch einen Hamburger mitnehmen? Nee, können wir nicht, weil wir haben ja kein Geld. Ah. Ja, so ein bisschen vielleicht. Bestanden, schön. Shredder, wahrscheinlich hier die, ne, die Spikes haben wir relativ häufig benutzt. Mhm. Schön. Ja, also ich glaube nicht, dass wir für $441,000 hier einen Hamburger kriegen. Lester, was sagst du dazu? Ich glaube, wir müssen dem eine Lektion erteilen. Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Let's see. His phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. Damn. Is he in the city, dawg? Shit, he could be in trouble, huh? I don't know, but it's worth speaking to Trevor.
Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, all right, homie. Look, send him to my aunt's crib, all right? Okay, Kamera war gerade woanders. Alrighty. Ich überlege gerade, wir sind jetzt hier ja wirklich am, ach du Heilige der Welt, ja, maximal. Uns ein Taxi nehmen, uns vielleicht ein Taxi nehmen. Das will ich wissen, was da jetzt abgeht. Ja, wir sind wirklich maximal weit weg. Könnten auch irgendwas tun unterwegs, aber naja, egal. Machen wir jetzt mal nicht. Wir machen Kontakte, genau. Hier, Downtown, Cap, Dingsbums. Ich meine, das Auto ist auch schick, aber... So geht's halt schneller. Ist halt von hinten so ein ziemlicher BMW, ne? Ziemlich fetter BMW. Und vorne sieht er wieder anders aus. Naja, ist immer so ein Mischmasch. Aus den verschiedenen Marken. Natürlich, natürlich. So, wo ist unser Cab? Da ist unser Cab. Sehe ich genau. Das ist ein Ochi-Cab. wie komme ich denn darauf? Oh, Leute. Ja, schön. Nehmen wir doch das. Dienstfahrzeug. Ja, Wegpunkt. Strawberry. Right away, sir. Überspringen. Ach ja. Gucken, ob wir für 400.000 die Fahrt hier kriegen. 148. Teuer, teuer, teuer. So, aber... Das ist jetzt aber nicht unser Haus hier for sale, oder? Nee. Nee, nee, es müsste ja daneben sein. Beziehungsweise von Tante. Shut the fuck up! Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Recht so. Is that how you act, huh, when a friend makes a mistake, huh? No. Really? Oh, no. Oh, so what, it's just me getting hurt, is that funny? No, huh? Man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Man, calm down. I have met a lot of assholes in my life, but you? Oh, you're not long for this world if this is the way you fucking act. You little jumped up motherfucker! Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? All right, so let's hug it out. Mm-hmm. Ah! Ah! Right? You're so fucking funny, gotcha! Huh? Oh, fuck! No, I'm not funny! Fucking asshole! Oh, fuck! I had a difficult childhood. Damn, man, you all right? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would have... I would have just fucking... Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael? Fuck Michael. I hope he's dead. Man, I know y'all two, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped. Yeah, and now it looks like they holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit, that's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Asshole! Everybody! Asshole!
Das Spiel war die ganze Zeit ein bisschen zu leise. Sag doch was. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew. Because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. But Michael's cell just came back online. This will track its signal. It'll work better the closer you get. Okay. Be careful. Sure. Oh. I told you. He ain't my Gila. Don't try to persuade me you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I had to call in every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Trevor Phillips isn't coming. Whoa, 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 whoa! No, hey, hey! Hey! Where's your humanity? Nah. Wir wechseln. Ja. Trackify unten rechts. Achso, starte. Okay, ja, ja, ja. Internet Trackify hier. Ziel gefunden, gut. Okay, 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 okay. Da irgendwie. Ah, scheiße. Voll falsch. Kommen wir durch. Ich glaube. Die App haben wir schon mal gesehen, oder? Als wir mit dem U-Boot unterwegs waren. Wenn das denn die war, keine Ahnung. Hier kommen wir nicht durch. Hätte ja klappen können. Shit, uns geht auf Zeit. Meine Lieblingsmission. Auf Zeit, die auf Zeit. Hm. Bitte was? Was hat er da gesagt? Der hat bestimmt nicht mich gemeint. Der meinte bestimmt die Leute, die mir im Weg waren. Okay. Slow down, ja genau. Shit. Shit, müssen wir da... müssen wir über die Brücke eventuell? Dann wäre hier die Gelegenheit. Wow, was war das denn? Der Motor hat ja ganz komische Sachen gemacht. Ob das jetzt das Richtige ist? Auf jeden Fall die Seite vom, was auch immer die Brücke da überquert haben, vom Fluss, ja, ja. Das ist ein Fluss. Okay, okay, okay. Shit, ich würde mir echt gerne noch eine Weste holen, aber ist jetzt. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Könnte man probieren. Ah, wir kommen näher. Hier ist es. Oder? Ja, da vorne irgendwo. Was ist das hier? Ja, Butchery, das sieht gut aus. Ja, hol dein Handy raus. Nein, nein, weg, 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 weg. No. So wollte ich machen. Wo sitzt denn da? Einmal den großen Zeh weggeschossen. Ist natürlich hart. Aber es musste jetzt sein. Es ist echt blöd, dass wir jetzt keine verdammte Weste haben, Mann. Die ist echt nicht so geil. Sekunde, 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 Sekunde. Eins nach dem anderen. Das ist schon der Karabiner. Okay. So. Ich mag eigentlich diese Gewehre hier mit am liebsten. Und auch recht präzise schießen. Zumindest wenn man mit Maus und Tastatur spielt. Kann gut sein, dass mit dem Controller besser was anderes wäre. Was anderes besser wäre. Rette Michael. Ja, das versuchen wir. Wo seid ihr da? Hi. Da ist ein Health-Ding ebenfalls. Das gefällt mir gut. Das nehmen wir mal. Michael, wo bist du? Mach mal Piep. Klar, das hat man ja noch nie gesehen, so eine Szenerie, wo irgendwas Schlimmes passiert ist. Irgendwas geradezu Horrormäßiges. Hab ich den echt erwischt, krass. Was hat mich denn so beschädigt? Alter, wäre fast tot. Wie krass. Ich muss nur einmal angepupst werden und bin ich tot. Da war's. Irgendwas, irgendeine Shotgun oder so hat mich da eben voll erwischt.
Franklins Tod, ja, ja. Okay, dann noch einmal mit Vollhälfte. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Na, dann ebenso. Da war der Pups. Ich habe ihn ganz genau gehört. Oh, oh, oh. Ich habe die Waffe gewechselt aus Versehen. Das war ja sowas von nicht so geil. Ich dachte, das ist jemand. Das war gar nichts. Oh, der schießt noch. Ja, ja, ja. Ja, die, die rumliegen, die darf man auch nicht unterschätzen. Und manchmal wehren die sich trotzdem noch. Was war das denn? Was hat der denn da gemacht? Nö. Selber. Selber. Sag ich doch. Was? Hä? Ich hatte doch noch voll Health, oder nicht? Hä? Was war das denn? Okay. Ich habe immer weniger Moon auch. Das war relativ effizient. Hä? Ist da irgendwas explodiert? Kann sein, dass da irgendwie eine Flasche war oder so. Interessant. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt noch Zeitdruck haben, ne? Du könntest es halt auch langsam nehmen. Na, wo ist er? Da! Hi. Ja. Ich gleich nochmal drauf achten, ob da irgendwas steht. Kann ich eigentlich auch hier rüber? Ich versuch's mal nicht. You got an old white dude that don't belong to you! Hey, what it got you, man? Das explodiert? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Michael, wo bist du? Ich behalte mal, ich lasse hier mal das Health erstmal. Noch sieht es ja einigermaßen aus. Oh, der ist da reingefallen. Das wollte ich nicht. Oh, oh. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt, will er damit sagen. Ja, 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 darf ich mal kurz nachladen? Ich hoffe. Ja, komm mal ran. Ganz langsam. Einer nach dem anderen. Das musst du ihm jetzt aber nicht sagen, dass der Trevor sich nicht um ihn kümmert. Alle vermissen den Michael. Hey. Machen wir sofort. Oh, da wurde jemand gehäckselt. Ah, shit. Komm schon, komm schon, komm schon. Darf ich mal kurz? Ich hoffe. Nicht, dass er gleich sagt, oh, du hast aber Michael im Stich gelassen. Hier irgendwie ein Häckselgerät, das mich getötet hat. Haben wir eben schon gesehen, dass da gewisse Gefahren vorhanden sind in dieser Fabrik hier. Sehe ich ja ein. So, nun. Hier. Ja. Eine Waffe. Ja, Waffe zuwerfen. Warum nicht? Oh yeah. Oh yeah. In jeder Lebenslage. Ach, schön. Oh, da. Jo, machen wir. Lebt er noch? Er lebt noch. Na, sag mal, wirst du? Wirst du wohl? Okay. Komm, komm, komm. Na, wo seid ihr? Oder müssen wir ihn erstmal irgendwie befreien? Er meinte doch clear the corridor, oder? Ich hoffe.
Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. So, hier ist, glaube ich, nichts mehr? Fragezeichen. Gucken wir mal. Was? White Frogs Only, aha. So, können wir hier... Moment. Na, ist es denn? Hier irgendwas machen. Und nun? Wie können wir ihn denn lösen? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Nee, das ist massives Metall. Das hätte man nicht abschießen können, das glaube ich nicht. Ich gucke mich hier nochmal eben um. Ach, wir müssen noch ein bisschen weiter. Einen Meter weiter gehen. Komm schon. Ja. Gut. So viel dazu. Au. Gut, ich nehme mal den Franklin. So, komm ran. Nehmen wir ihn hier mit der größeren Wumme. Moment. Den hier. Hi. Oh, der wird da hochgefahren. Nicht gut. Auch so einer, der einen schlechten Tag hat. Wollte er was werfen? Werfen die teilweise Nades vielleicht? Kann das sein? Das sah mir eben so aus, als wäre er gerade im Begriff, was zu werfen. Okay. Doch, da lang. Gut. Gut, 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 gut. Nase jucken. So. Schön. Egal, fahren einfach. Oh, das ist aber... der geht gut. Der geht gut. Hey, pick up a tail, shit. Don't worry, dog, we drop. Go fucking Trevor Phillips. Könnte... Ja, genau, nach hinten rausschießen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, yo. Ja klar, warum kommen denn jetzt die ganzen Müllwagen hier, ne? Was für ein Zufall. Yo, shit. Der geht aber ganz gut, ey. Er geht ganz gut. Oh yeah. Und Gas. Das müsste auch eigentlich klappen. Ja, oh, toll. Super. Der hat mich geschnitten. Ihr habt es ganz genau gesehen. Katastrophe. Back off, assholes. Da heben wir fast ab. So. Stimmt, werden wir die einfach auf... das tat weh. Das tat weh. Das tat mir körperlich weh. Ah. Moment. Oh. Reifen zerschossen. Das ist nicht gut. Shit, das ist nicht gut. Aber wir haben eigentlich nicht mehr viel vor uns. Komm. Ah, shit. Komm schon. Ja. Gucken, ob die gleich magisch das Interesse verlieren. Ich bin zuversichtlich. Ja, passt. Ei, das Auto sieht nicht gut aus. All right, then I'll see you. For sure. Hey, sure you don't want to come in? What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right, well listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there?
I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the feds. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right, look. I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out, a future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. I'm just saying. Bestand nahe, gerade eben so. Was? Begrenzter Wechselkopfschüsse. 10 von 10? Achso, 10 brauchen wir wahrscheinlich für das Häkchen, okay. Gut, 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 naja. Immerhin. Au. Ich glaube, da wird ein blauer Fleck bleiben erstmal. Alright, alles wird gut, oh ja, blaues Auge auch. Wir sind mit dem blauen Auge davon gekommen, wie es aussieht. Gut. Schubladen liegen da nebendran. Keine Ahnung, ob das schon immer so war. So, aber hier zu Hause ist wahrscheinlich trotzdem niemand? Fragezeichen? Ist da nicht was? Ich höre doch was. War denn hier der Fernseher? Hä? War denn hier? Da ist doch irgendwas. Ich werde gleich mal Lester lauschen. Lauschen, lesen. Keine Ahnung, wo das herkommt. Du hörst hier einfach Radio an. Ich will das jetzt wissen. Ja, hier wahrscheinlich, oder? Kann sein. Ist auf jeden Fall sehr leise. Gut. Also, wir lesen noch kurz die Message. Und dann machen wir einen kleinen Folgencut. Naja, Yoga, ist jetzt genau das Richtige. Wobei, vielleicht ist es auch nicht das Schlechteste. Einfach mal inklusive Anzug baden gehen. Hier, Lester, Michael, deine Freunde vom Büro wollen was mit uns bereden. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen zur Textilfabrik kommen. Komm dorthin, sobald du kannst. Okay. Textilfabrik, ist das da, wo wir schon mindestens einmal waren? Wo wir die getroffen haben, könnte sein. Naja, aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge einmal auskundschaften. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Folgencut. Und dann würde ich sagen, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.